Willkommen im Süden von Italien, genauer gesagt in Kalabrien. Ich zeige euch heute unter anderem, wie wir die Wäsche trocknen und das im Wohnmobil. Bleibt dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, Elo ruft ja gerade an unter der Nummer, aber irgendwie legt es wieder auf. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehupt, Lichthupe gemacht. Wir können uns gerade nur vorstellen, dass er halt jetzt irgendwie abgelenkt ist, weil da jetzt andere Camper gekommen sind. Beziehungsweise bin ich froh, dass wir das jetzt vielleicht auch mitgekriegt haben, weil sonst würden wir wahrscheinlich hier sofort wieder abhauen. Jetzt bleiben wir mal kurz sitzen. Es hat jetzt gerade auch wirklich sehr doll geregnet, deswegen wollen wir jetzt auch nicht aussteigen. Na, ich hoffe auch, dass da nicht nur Rasenplätze sind. Ich habe schon mal vorhin gehört, dass man sich festfahren kann. Also das wäre natürlich das Schlimmste. Aber erstmal müssen wir klar reinkommen. Ne? Positiv bleiben. In Dänemark sind wir auch nicht festgefahren am Sandstrand. Von daher, wir schauen mal. Aber es wäre schon schön, wenn wir hier reinkommen. Ja. Ja, und die Rufnummer geht halt nicht. Wir versuchen dann diese Rufnummer anzurufen. Genau, und es geht keine nicht. Ahnung. Ich habe schon Illo gesagt, vielleicht müssen wir mal die italienische Vorwahl wählen. Ich habe sowieso irgendwie Schwierigkeiten, irgendwo anzurufen. Ich weiß nicht, ob ich dafür zu blöd bin. Ich habe keine Ahnung. Mit Vorwahl, ohne Vorwahl, irgendwie will das nicht. Plus 3,9. Ja, versuch jetzt nochmal. Also jetzt versuchen wir es einfach, indem wir noch ein Stückchen hier vorfahren. In der Hoffnung, dass die Schranke sich da öffnet, weil wir sehen da so einen Sensor und da ist auch ein Sensor und hinter uns ist jetzt mittlerweile auch schon ein Camper. Der kann nicht vorbei, aber wir glauben auch nicht, dass er vorbei will. Wir schätzen mal, er will auch hier hin, aber es tut sich hier immer noch nichts. Da ist jetzt echt immer ein Zaun. Mmh. Toll. Und dann kommen die bissigen Hunde. Ach, hör auf, ey, da gehe ich nicht über den Zaun. Ich muss jetzt einfach gucken. Okay. Also Illo, wir haben da Hundeleckerchen heute gekauft, ja, vielleicht solltest du welche mitnehmen, dass du von dir ablassen, weil du dann sowas hinwirfst. Ja, ich geh mal gucken. So, Illo drückt jetzt da einfach mal rum, jetzt verstellt er da wahrscheinlich noch irgendeinen Code. Eine Klingel gibt es hier leider auch nicht. Och, das macht der Illo ganz, ganz super. Guckt mal, wie fleißig er am Drücken ist und er drückt noch weiter, oh Gottes Willen. Ja klar, Illo, Sesam, öffne dich. Ei. Vielleicht braucht er ja eine Taschenlampe. Ja. Jetzt geht er mal zu dem anderen Camper. Also hier steht ein Alkoven hinter uns, das sehen wir gerade. Der will ja auch rein. Ich kann es mir immer noch nicht erklären, wie gesagt, es sind gerade welche hier reingefahren, dass der Besitzer gerade vielleicht nicht da vorne an der Pforte sitzt. Ihr erkennt das nicht, aber dieses Lichtchen da, was ist das? Das ist quasi so ein, das ist wie so ein Fensterchen. Und das Licht hier neben, das ist quasi der andere Camper, der hier gerade drauf gefahren ist. Ja, irgendwie wird es hier alles nichts. Illo ist gerade mit denen am Quatschen. Ich weiß auch nicht, welche Landsleute sind. Ich glaube, das sind Italiener. So, Sesam, öffne dich. Ich weiß nicht, ob er mir liegt. Ich habe die Taschenlampe geholt und habe jetzt die ganze Zeit dahin geleuchtet. Habe auch so eine Art Notlicht gemacht. Habe immer wieder aus, an und versucht, jemanden zu blenden. Ob es jetzt vielleicht so funktioniert hat, Illo, oder was glaubst du, warum es jetzt also hier jetzt... Fantasiereiche... Aber ich war ja hier am Machen, ne? Ja, Mops. Also ich bin jetzt hinter uns, ist ein Holländer, mit dem habe ich mich auf Englisch unterhalten. Der konnte dort jetzt anrufen, wie auch immer. Er hat jetzt mit dem Betreiber gesprochen, dass er die Tür öffnet und Simsam, Labim, Simsam öffnet. Und warum konnten wir dann jetzt bitte nicht dort anrufen? Ja, weiß ich nicht. Wir sind zu doof dafür, oder was? Ach, ja, hier ist es ruhig, hier hören wir die Vögel, die Sonne steht gut. Ja, ich nehme mich mal jetzt mal wieder der Fahrzeugpflege an, gerade morgens, wenn so ein bisschen Tau drauf liegt, da kann man dann dran und drin bollert die Heizung. Warum bollert die Heizung? Ja, der Elo macht gerade den Trockner an, der läuft hier gut. Wäsche will ich noch waschen. Hier gibt es auf jeden Fall ja eine Waschmaschine. Das ist super. Die ist komplett kostenlos. Es spielt uns gerade natürlich super in die Karten. Und ja, ich glaube, ich mache gleich noch eine Wäsche. Also hier diese Schmutztücher. Und die werde ich dann noch irgendwie trocken kriegen.
Ja, hier sieht es jetzt mittlerweile anders aus. Ich kam jetzt auch gut voran. Hier war heute Morgen schön Malunterricht. Nee, die beiden haben ein bisschen gemalt. Ich bin ja jetzt mittlerweile Hausmann. Ich wurde auch gestern noch angesprochen. Oh, ein Mann, der gut abwäscht. Ja, ich übernehme ja alles. Aber dann ist auch Mops da hinten einfach mit dem Kleinen. Die spielen. Der Mian, der hat nämlich so eine riesen Box hier gekriegt von uns. Lego-Set. Ne? Duplo kommt so langsam weg. Lego kommt raus. Ich glaube, meine Madi hat noch eine riesen Kiste. Hat sie noch im Keller. Vielleicht müsst ihr da mal irgendwie gucken, dass wir uns die mal ranholen oder mal so ein paar Teile, wenn wir mal irgendwann wieder in Deutschland sind. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns mal ganz kurz hier so ein kleines bisschen um. Wieso auch nicht? Wir haben hier noch Nachbarn. Hier vorne waren auch Deutsche heute Nacht. Vorne sind Holländer mit zwei Kindern. Hier das auch mit den Hängematten. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also hier der Antonio, der ist auch sehr, sehr bemüht, dass dann auch alles richtig läuft. Gut, das hat hier einen guten Preis. Also ich dachte eigentlich 25 Euro. Er kam gestern noch. Nee, für den Mian brauchen wir auch nochmal 5 Euro. Gut, dann ist es so. Ist jetzt ein Stellplatz und ja, hier gibt es sogar Außenduschen, gibt es hier, also die Berge direkt im Rücken. Also man kann hier super wandern gehen. Irgendwie dachte ich mir gerade schon, boah, wir müssen noch wandern gehen. Und ja, wäre der Preis ein bisschen in der Nebensaison, sage ich mal so bei 20 Euro, würde ich sagen, komm, dann bleiben wir noch eine Nacht. Hier vorne gibt es ein paar Katzen, eine Grillstation. Ja, und hier ist tatsächlich noch Baustelle. Ne? Hier wird noch gewerkelt. Hier draußen kann man mal sein Geschirr waschen. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, hier gibt es halt eine Waschmaschine. Und wir haben jetzt zwei Wäsche gewaschen, also so im Prinzip können wir die 10 Euro dann wieder runterrechnen, die wir woanders gezahlt hätten. Die Wäsche ist jetzt sogar tatsächlich komplett trocken, das ist super. Hier mal ein Blick ins Bad, ja. Also alles ganz neu hier mit den Wänden, alles sauber, also man kann hier nicht meckern. Es ist hier eine super Gelegenheit, wenn man nach Richtung Süden Sizilien vielleicht möchte, dass man hier einfach hält. Hier vorne ist nochmal eine Heizung, die hat er nochmal eingebaut. Also 7 Minuten läuft das Ding dann. Das ist hier auch recht kühl, das muss ich schon ehrlich gestehen. Hier gibt es nochmal Ver- und Entsorgung. Alles auf dem neuesten Stand. Also das wird hier gerade eben neu angelegt. Es liegt an der A2. Ich zeige euch mal hier, wo es genau ist. Ja, und dann hier hinten gibt es nochmal, da geht dann WC-Wasser und Grauwasser rein. Vorne kann man sich Frischwasser nehmen. Jetzt gibt es aber erstmal was auf den Löffel, oder? Was hast du denn da gezaubert, Mops? Ich? Oder ich? Du. Aufbruchstimmung mit einer fantastischen Kulisse. Das genießen wir jetzt. Die Fahrt geht weiter. Ja, 16.35 Uhr. Jetzt Abfahrt, Mops. In einer halben Stunde ist dunkel. Warum hauen wir denn jetzt ab? Jetzt mal, komm, Karten auf den Tisch. Ja, der Platz an sich war gut, kann man nicht sagen. Sanitäranlagen waren gepflegt, Dusche war gepflegt. Die Aussicht war auch sehr schön. Der Besitzer soll wohl auch sehr nett sein, wie wir gelesen haben. Also ich habe jetzt nicht mit ihm gequatscht. Da kann man wohl auch super Mountainbike fahren und hat irgendwelche Möglichkeiten nachher irgendwo hin. Aber wir wollen einfach weiterziehen. A, wegen dem Wetter. Und B, ja, wir reden ganz ehrlich, wie es ist. Warum sollen wir über den heißen Brei reden? 30 Euro, Leute. Also 30 Euro sind 30 Euro. Das mag vielleicht für den einen oder anderen für euch auch nicht so viel Geld sein. Aber man darf nicht vergessen, wir wohnen hier drin. Das ist nicht so wie im Urlaub, wo andere sind 3 Wochen unterwegs und verballern, dann weiß ich nicht, wie viel Kohle. Wir müssen halt auch haushalten und können uns auch nicht immer dann so ein teures Plätzchen leisten. Ne? Also es ist schon, finde ich, krass. Ja, ist so Maximum 30 Euro bei uns. Ist schon mehr, das Maximum, was genau wir ausgeben möchten. Mehr wollen die Waschmaschinen haben es natürlich jetzt. Genau. Also man kann da wirklich, das ist jetzt hier kein Jammern oder so soll das sein. Ne? Also da was wirklich Tolles war jetzt Waschmaschine beim Preis inklusive. Deswegen, das kann man eigentlich dann gar nicht so sagen, dass es so teuer ist. Weil woanders würdest du vielleicht 20 Euro bezahlen und dann würdest du jeweils für eine Waschmaschine noch 5 Euro zahlen. Dann bist du auch bei demselben Geld, ganz klar. Aber Fakt ist, wir wollten jetzt da sowieso nicht verweilen, weil da ist jetzt nichts, was für uns, wo wir jetzt gesagt haben, oh ja, das ist jetzt da irgendwie für uns toll oder wir wollen jetzt das und das und das machen. Zumal der Kleine auch noch so ein bisschen angeschlagen ist halt und wir jetzt heute auch einfach drinnen einen ruhigeren Tag gemacht haben. Wir haben ja jetzt da geschmückt, so Weihnachtssachen haben wir halt, Mian und ich, geschmückt. Da seht ihr schon was hängen, das zeigen wir euch auch mal in der Dunkelheit, wie das alles aussieht. Dann haben wir Lego gebaut und von daher haben wir einfach gesagt, komm, wir ziehen weiter. Und ja, wir finden ein anderes schönes Plätzchen und wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen der Sonne entgegenziehen. Wir haben ja auch Pläne, wie unsere Fahrt weitergehen soll. Deswegen
wollen wir halt nicht allzu lange mehr hier oder an dieser Stelle verweilen. Ja, aber mopsen, so können wir das auch nicht sagen. Also wir können super klettern gehen, außer wenn du jetzt ein vierjähriges Kind hast, was vielleicht krank ist, was du dann hochtragen müsstest. Ne? Also, genau, genau. Schon, also es gibt wohl schon genug Möglichkeiten. Der Besitzer soll wohl auch sehr nett sein, ja, ja, und gibt einem auch wohl Tipps, welche Restaurants, ja, und sowas. Ja, WhatsApp hat er mir eine riesen Liste geschickt. Alles da, alles. Also super. Genau, da kann man ja wirklich nichts sagen. Also deswegen schon Daumen hoch für diesen Platz, ja, und eine Empfehlung auch für uns, von uns an diesem Platz. Ne? Aber wie gesagt, unsere Pläne sind halt jetzt anders. Und deswegen, aber nochmal zu den 30 Euro gesehen, wenn man es dann wiederum vergleicht, und Menschen sind ja so, die vergleichen immer gerne. Ne? Und wenn ich überlege, Marina de Venezia, wir haben da 27 Euro bezahlt, und was dann da alles bei ist in der Nebenlesung. Beheizte Pools, Kinderanimation, So-Animation, du hast da Läden, Restaurants, Abendprogramm und so. Ja, man vergleicht das schon immer irgendwie. Ja. Ich muss sagen, irgendwie habe ich den immer wieder im Kopf. Ich fand ihn wirklich toll, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen zu groß oder zu viel ist. Ich fand ihn jetzt zumindest in der Nebensaison super. Und das hier ist ein Durchgangsplatz. Also ganz klar, man fährt Richtung Sizilien runter. Das ist ein Durchgangsplatz und wahrscheinlich wird auch der nächste vielleicht einer sein. Oder mal verweilt, wenn man super Wetter hat. Unser Navi sagt, wir kommen jetzt hier an. Die deutsche Flagge weht dort. Oh ja, es scheint dort jemand zu sein, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es ist auch kein Tor, was irgendwie verschlossen ist, wo wir Ewigkeiten warten müssen. Da kommt auch schon jemand. Ich weiß gar nicht, ob das Gast ist oder nicht. Ich schätze mal einer von hier. Und wir freuen uns, jetzt angekommen zu sein, weil es reicht. Dieses dunkle Fahren ist einfach anstrengend.